So, hallo und alle zur nächsten Folge von Let's Play GTA 5 und wir waren jetzt dabei, zum Kollegen aufzusuchen. Wir müssen nämlich Geld besorgen. Da gab es ein SMS. Ist noch zu früh, um Tennis zu erwähnen. Ich schätze, ich werde so schnell keinen neuen Tennistrainer bekommen. Da bräuchte ich jemanden zum Spielen. Befürchte, meine Schlägehaltung lässt nach. Am Arsch. Ich lasse noch nicht noch einen Tennislehrer da rein, weil ich genau weiß, der ist eh wieder am Knallen. Tennislehrerin? Okay. Was sonst? Nee. Nee. Gibt es noch eine andere SMS? Vom Dr. Friedlander. Mal schön zu sehen. Die Therapie muss fortgeführt werden. Alter, wie lange geht? Ich sehe den Scrollbalken da. Wie tief geht das runter? Blablabla. Meine Tarife wieder zu erhöhen. Dieses Mal nur um 75%. Was mir sehr moderat erscheint angesichts des Stresses und der Anstrengung, denen ich während meiner Arbeit ausgesetzt bin. Freundlichen Grüßen. Ja, klar. Nope, nicht so teuer machen wir das Ganze. Ich habe gerade schon mal gestartet, die Aufnahme, PC ist abgeschmiert, Bluescreen und deswegen muss ich jetzt nochmal neu aufnehmen. Ich bin aber nur bis da vorne, bis kurz vor das Auto gekommen, dann hat es gleich schon gerappelt. Will einmal. Kann ich ihn umschmeißen? Ich kann ihn umschmeißen. Ich randaliere. Kann ich auch springen? Ich kann nicht springen, wenn ich draufstehe. Schade. Kann ich schon umrennen? Ja, ich kann umrennen. So geil. Ah, Friedlander ruft an. Nee, ich ruf ihn an. Doc, hey. Michael, I'm looking through my appointment book and I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. You know that. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. Ach ja, da wird schon wieder Kohle haben, ne? Und ich kann ihn jetzt auch aufsuchen. Naja. Dies ist nicht so gut. Na, ich glaube, ich soll hier rein. Ups. Jetzt. Flop. Und dann, wo soll ich überhaupt hin? Mal zu die Tür. Warum bin ich überhaupt jetzt hier gestartet? So spontan. Ich habe den Sinn nicht ganz gerafft. Ich wollte eigentlich den Kollegen besuchen. M ist Michael und L müsste dann jemand anders noch sein, oder? Kann das sein? Ich glaube, ja. Können wir rein? Ah, Parkage. Ich wollte nur auf die Hauptstraße. Ich fahre mal zu L, weil M ist jetzt wieder Michaels Haus. F wäre Franklin. L ist jetzt wahrscheinlich der neue Kontakt. Beziehungsweise. L ist da hinten. Das ist weit weg. Soll ich erst nochmal M fertig machen? Weil das war ja bei dem Haus. Ich mache erst nochmal M. Es kann sein, dass hier unten jetzt ein neuer Kontakt ist und wahrscheinlich muss ich jetzt noch einen neuen Tennislehrer oder sowas besorgen. Deswegen würde ich glatt sogar doch nochmal M zuerst machen, also die Michael-Mission. Ich meine, es sind ja völlig freigestellt und wir können ja aussuchen, wie wir wollen. Optionale Mission habe ich gerade nicht. Ich versuche mal so ein bisschen abwechselnd das Ganze zu machen. Aber ich gehe da mal in Richtung M dementsprechend. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie es mit dem Upload und so weiter und so fort macht. Von den Videos. Ich habe jetzt irgendwie täglich größtenteils gemacht. Ich möchte euch auch die anderen Videos nicht vernachten. Also League of Legends oder so mal nebenbei. Wie es passt. Im Moment halt bin ich verstärkt am GTA-Spielen. Deswegen werden es ein paar mehr GTA-Videos werden. Aber nicht wundern, wenn halt mal so überall so viele Leute. Nicht wundern. Ich hab mich jetzt nicht komplett aus dem Konzept raus. Also, irgendwie hab ich im Moment täglich GTA gemacht, aber ich werde mal gucken, wie es dann für Pisswasser, wie es aussieht. Es kann sein, dass ich für andere Videos, das heißt Switcher will ich auch noch anfangen, mal gucken, wenn ich mich dazu mal ransetze, dann, dass es abwechselnd so weiter so kommt. Also nicht wundern, falls es wirklich nicht täglich kommt, aber es kommt trotz allem regelmäßig. Auf jeden Fall mal. Doch, krieg ich schon hin. Es ist ein Spiel zum Suchten. Da kannst du auch viel machen. Ist ja klar schon. Jetzt will ich noch mal wissen, was hier los ist. Papis kleines Mädchen. Ach. Chips fressen. Yay. Her map for dudes born without genitals.
tricks up our sleeves, huh? Same. I'm just a nightclub singer with a broken heart. I still love you, Tony. You're in over your head and you're up there. Fetter Fernseher. Jimmy! Jeff. The fuck you doing? Nothing. Really? Because I keep hearing hermaphrodite this, a cock that. Go away. What? You go watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Fuck you! What the fuck? Disrespectful little asshole. I can't believe you did that. That's my TV. You don't talk to me like that. I can't believe you. Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole. Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want, to be hit by your son? Yeah. No. I just want you to do something. Besides, sit there, eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah, well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. Der wollte meine Yacht verkaufen, ohne dass ich es mitkrieg. I just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks, play ball. You know I have bad glands. Yeah. Bike ride then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine. Fine, let's go on a fucking bike ride. Fuck me. We'll take a bike ride along Vespucci Beach and I'll show you just what you want to see. Okay, dann sehen wir mal ein bisschen was von der Gegend und so, schätze ich. This day was going so well until you showed up. You know that? Naja, Autos sind wieder respawned, nagelneu. Yeah, well, you're lucky to even be allowed out of the house after that boat stunt. What's the big deal? If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. Ja, weil es überhaupt keine Arbeit ist. With you, I'm listening to my music. Fuck yeah, my jam. How am I meant to develop my own moral sensibilities when yours are so unbelievably fuck-based? Don't push me. Seriously, some guys borrow your bow. Borrow? You were hiding in the head crying kidnapped. They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right. They... Oops. Shit! You're driving like ich hab gehofft, ich komm auch durch. Michael, do you realize that? Or are you so high on your own outmoded sense of masculinity that you think this is normal? Shut your pie hole. I think we'll both be ich dachte, er nennt dich Dad oder nicht, noch nicht Michael. I've got learning difficulties, huh? Take a good long look in the mirror, pal. I'm not the one who doesn't respect my fellow human beings. No, not unless they're a spick or a Jew boy or an ass-munching homo. Oh! There was me thinking there's a difference between witty banter arising from a sense of competition. Witty? Really? And mowing someone down in the street? Hey, I never said you had learning difficulties, Jim. Well, I do, and you never cared. I just said that Dr. Freelander thought that maybe you had problems relating to people. Here we are, the bike rental place. Please don't shoot the bike rental guy out of, like, force of habit. Echt nicht? Könnte ich ja nichts machen. Oh, nee, das wollte ich gar nicht. Könnte ich ja nichts machen. Nee, gut, oder nicht. Hey, you! Two bikes. Take your pick. Yo, thanks. Geht ja schnell, nicht bezahlen. Oh, ist das Grüne. Am Arsch. End of the pier? Alright. But if I beat you, you're gonna behave like a human being. Ja, das geht ja zügig, den... Na, vorwärts fährst, halte L-Shift und dann... Okay.
Ja, hüps. Was ist da vorne lang? Ja, ich kann nicht gleichzeitig lesenden Leuten ausweichen. Irgendwann fahre ich sonst um. Okay, wenn ich meinen Körper so anstrenge, schlägt das auf meine Gesundheit. Okay. Oh, ich muss hier hoch. Ups. Ups. Warte, der Bengel kommt schon. Ernsthaft, der ist doch so schnell. Das darf nicht sein. Careful, Jim. Don't give yourself a hernia. But you run out of gas? Ha, that's a first. I'd never bike with the man who murked my flat screen. All that smack talk ain't gonna put me off my stride. Okay, sieht noch ganz gut aus. Oh Jesus. Look at a DVD in his town. Geht doch. It's like you're buying your own TV. You know, this is real nice, Dad. Bonding. Good times. Yeah, I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat. The one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck. Ah! Dad, wait! Whoa! Hey! Okay. Oh, das sieht sogar ziemlich gut aus hier unten. Wie jetzt? Wie kann ich denn nach oben schwimmen? Wie kann ich denn nach oben schwimmen? L-Shift, aber damit schwimme ich nach unten. Mit L-Shift schwimme ich nach unten! So? Ja. L-Shift. L-Shift schwimmt man nur bekackt nach unten, ne? STRG mit Caps Lock auch. Der surft ab. Der surft ab! Ich kann den gerade. Ich bin zu blöd dafür. Oben sagt eindeutig L-Shift. Das habe ich doch schon mehrfach. Shit. Dad, don't go. Ja, gut, so kann man es auch machen. Schwimmen zur Yacht. Ich weiß nicht, wie man nach oben kommt. Nein. Ach, indem er S drückt, okay. Okay. Das ist nur das Schwimmen, aber nicht in welche Richtung. Ich muss S drücken, um nach oben zu schwimmen. Und W drücken, um nach unten zu schwimmen. Gut, dass ich das auch mal mitkriege. So. Geht doch. Ja gut, das S, das wusste ich nicht, weil ich dachte, halt, rückwärts schwimmen ist irgendwie scheiße, du kannst nur vorwärts. Und ich dachte, irgendwie muss das... Ne? Naja, okay. Dann schwimme ich da mal hin, um meine... Seine, nicht meine. Seine Tochter von... dem Pornodreh abzuholen. Oder so.
Das geht hier nicht an. Nicht solange ich der Daddy bin. So, sind wir gleich schon da. Ich auch mal guck. Doch, wir sind ordentlich Stückchen geschwommen. Auf einer Yacht. Was ist das für eine Familie? Sind die da drüben in den USA alle so bekloppt oder was? Jetskis, ich werde die kommen zum Einsatz, ich werde noch jemanden verfolgen müssen. Könnte ich meinen Arsch drauf verwetten. So, dann hier hochgehen, hier raus. Hier. Okay. Take you out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. That was what? Your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey, shit, ain't cool, Daddy. Man. Dude, what are you doing? Hey! Ah! Fuck, man! Come. I like them. What's the problem? You're such yes. a jerk. Come on. Dad, you dumbass. Guys are serious! Yeah, well, so am I. Who's causing the scene of my fucking boat? Oh, motherfuckers! Get on! Now! I'm about to skin you alive! God damn it! Go! Ah, yeah. Shit! They're coming after us! Go into that outlet! If you say so, Trace. Ist irgendwie voll sinnlos, irgendwie alle werden alle geschossen immer hier. We'll lose them if we keep going this way. Who the fuck are these people? Oh, you know, TV people. Ah, okay, gut. Serious drug dealers. Since we're the TV people, the drug dealers started. Ja, das mit der Steuerung geht mal. It's Los Santos. Irgendwie habe ich zwei Löcher an den Schultern. Vielleicht kann ich irgendwie. Vielleicht kann man hier ganz easy rumfahren. Kann man glaube ich nicht lang, ne? Kann man hier raus? Nein, kann man nicht. Ich habe irgendwie ein bisschen viele Löcher an der Schulter, ne? Da sind noch mehr, wollt ihr mich verarschen? Soll ich so einen Pornodreh abplatzen lassen? Ich habe vier Löcher im Rücken. Fünf. Zurück zum Ufer, okay. It's not okay. It's terrible. I can't believe you did that to me. Whoa, whoa, chill out, babe. Now, what did you say? Yeah, no worries. It was a pleasure. I bet it was a pleasure. You're only pleased when you're being shot at. No, I meant you don't have to thank me for saving your life from those maniacs. You didn't say that. You ruined it. Okay, he smashed my TV and he took me to the beach with my skin. So what? You sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like you get sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? Sind nicht alle bekloppt da? Ja, die sind alle bekloppt. Witzigerweise halte ich den Gangster irgendwie als den vernünftigsten Moment. Geht so. Geht so. Okay, vielleicht nicht. Ja, okay, jetzt. Naja. Ich bin ja nicht Raucher. Ja, wir speichern drüber.
Triathlons jetzt verfügbar. Kann man das Ding benutzen? Ah, man kann es sogar benutzen. Willst du beide Masters in die rumzustellen? Willst du heran und heraus zu zoomen? Ah ja. Kann man irgendwie auf den Strand mal zoomen und so ein paar... Ne, okay, dann eben nicht. Okay. Okay, dann müssen wir jetzt zu Al, zu unserem Kollegen. Dann haben wir halt gerade mal bei der Familie ein bisschen kurz abgecheckt und so. Martin, neuer Kontakt. Maike, meine Kohle, wo bleibt die? Du willst sicher nicht, dass ich dich nochmal besuche. Nächstes Mal wird's echt übel. Ah ja. Okay, dann sollten wir uns da mal drum mal kümmern und gehen mal zu Al, unserem Kollegen. Und ja, gucken mal, ob wir in der Kohle kommen. Kann man hier? Emergency Ring? Kann ich das auch... Kann ich ihn öffnen? Buddy, so. Ich kann die Leute anquatschen. Oh, hier gibt's Eis. Dogs, Pretzels, Nuts, Cold Drinks. Kann ich mir die holen? Hey, what's going on, dude? I'm happy, because I just got the last of the nasty turtle figures from Thor Toys. It's a collector's item. Now Alter. Red nicht mit dem Collector's Toy, ich wollte eigentlich nur den Stand kurz bedienen. Oh Mann, der so viel Zeit zum Ausprobieren. Hey, what? Some fucking people just can't be talked. Was ist das hier? Hat sich der einer grau angemalt und spielt eine Statue? Ich glaube ja. Wenn ich mich da so hinstelle? Ich wollte nur einen Künstler verärgern. Soll ich nochmal? Soll ich nochmal? 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 Hallo, hallo, hallo. Du Statue, wie geht's dir so? Statue. Hallo, Statue. Ah, willst du kämpfen oder was? Ey! Warum sind die alle so aggressiv? Ja, ich habe keinen Bock, mich da zu prügeln, weil sonst kommt noch die Polizei. Ich gehe mal weiter zur nächsten Mission. Hier gibt's so viel zu entdecken. Meine Fresse. Ich find's cool, ja. Ist das eigentlich meine Lebensanzeige, die da so los? Ich glaube, der ist ein bisschen eilig. Ah ja. Ich brauche ein Auto. Gib mir ein Auto. Ach, da kommt schon das erste. Huhu, einmal bitte aussteigen. Okay, geht auch aus. Wunderbar, dann beeilen wir uns mal ein bisschen. Und dann geht's weiter. Zum L. LLL. Ich vergesse jedes Mal, dass ich, hier, was ich sagen wollte. Ich vergesse jedes Mal, was ich sagen wollte. Irgendwas wollte ich sagen. Ich vergesse jedes Mal, dass ich irgendwie... Ich habe es echt schon verloren. Ich habe immer so Gedankensprünge. Manchmal besonders, wenn ich hier GTA ist ein Spiel, was übelst ablenkt. Weißt du, du denkst an irgendwas, dann siehst du irgendwas, bist gerade voll abgelenkt. Ich bin jemand, der nicht sonderlich viel am Reisen ist. Ich war einfach in den USA und sonst noch nirgendwo. Okay, Holland und Italien. Beides mal Klassenfahrt. Aber, warte kurz. Der muss gar nicht lang. Der muss lang. Nein, der muss ich auch nicht lang. Shit, wo muss denn hier lang? Da irgendwie auf die Straßen hier durch Richtung L. Hier hinten gibt's, kann ich mir ein Auto abholen? Na egal. Fahre ich einmal außenrum über die großen Straßen. So. Ups, Entschuldigung. Also, für mich, da ich, wie ich das gehört habe, ist das hier Los Santos, Los Angeles nachempfunden oder so. San Andreas war dann dementsprechend San Francisco. Und es ist sehr detailgetreu und ähnliches. Und ich denke mal, also einerseits halt, gut, ja gut, wenn Speech und so, das ist ja, habe ich schon mitgerichtet, dass hundertprozentig so sein soll. Ach, fast, wie es halt so ist halt, ne? Aber für mich ist hier das ein richtiger Entdeckungscharakter. Wie als ob ich selbst da wäre, irgendwie so. Keine Ahnung, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber das ist halt irgendwie so. Und deswegen, ja. Warte kurz, oh, neues Auto. Neues Auto, neues Auto, neues Auto. Halt, 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 halt.
Ich kann schon alles wie laufen. Sitzt ein etwas älterer Asiate drin? Ach, das ist die Alarmanlage in dem Ding. Kann ich nicht ausschalten. Lol. Der stand doch gar nicht. Ah, jetzt geht's aus. Jetzt wurde der Typ. Der hat ein bisschen Beschleunigung. Sorry. Bin ich übrigens richtig jetzt auf der Straße? Ja, sieht ganz gut aus, wenn ich hier drauf fahre und dann. Sieht noch ganz gut aus. Egal. Wie gesagt, also, ich hätte eigentlich. Ich muss vielleicht mal ohne Aufnahme hier so rumlaufen, um die Gegend so mal anzugucken und. Keine Ahnung, Spiele von. Die Möglichkeiten vom Spiel auszutesten. Was kann man so alles machen und entdecken und keine Ahnung was und. Warum war da jetzt ein roter Punkt? Ich habe da keine Mission gerade drauf. Da vorne ist ein roter Punkt drauf. So zum Thema entdecken. Ach, schon wieder ein Dieb. Get out the fucking way. I'd drop that right now if I was you. Okay, dann kann ich mal eben das Geld holen. $200. Soll ich es mal wieder versuchen, gegen eine Belohnung zurückgeben? Wir haben es erstmal getestet, da habe ich 500 gehabt. Und habe dann $50 bekommen. Und jetzt halt die Frage. Der sieht businessman-like aus. Weißt du, Anzug, Krawatte und vielleicht gibt es da auch wegen Dankbarkeiten etwas größeres Belohnungsfeature. Ich vermute, es kann sein. Ich weiß es nicht. Hey, here you go. Oh my god, man. You're awesome. -8. Ah, ich habe 20 behalten dürfen, also 10% von den 500. Gut, man darf nur 10% behalten. Das heißt, beim nächsten Überfall kralle ich mir die Kohle selbst. Irgendwie muss ich ja die Kohle kriegen, sonst ist es schlecht. So, wo geht's am besten lang nochmal? Ja, ein ganz Stückchen da lang hier unten durch und... Wie gesagt, ich kenne mich hier noch nicht aus und so. Ich habe auch kein Navi, was mir jetzt die kürzesten Weg anzeigt. Ich weiß nicht, ob man das... Ich glaube, kann man bestimmt manuell einstellen. So weiß ich jetzt gerade nicht. Ich will auch nicht ewig hier rumfummeln. Deswegen fahre ich trotzdem mal hin. Und bevor ich dann da bin, ist dann auch, denke ich mal, die nächste Folge am Start. Ey! Ja, gut. Ich glaube nicht, dass ich hier langfahren kann, oder? Oder knutscht mich gleich ein Zug? Oder eine Straßenbahn? Sehen wir gleich. Gas geben. Ich fahre mal links lang. Falls es geht. Ich hoffe, ich bin jetzt hier nicht an der falschen Stelle. Ah, geht doch ganz gut. Dann einmal hier rum. Nein, oben drauf. Ja, oben drauf. Ist ja, glaube ich, nur ein Radweg oder so, ne? Ich dachte, ich muss da voll durchs Gitter durchheizen. Oh, ich habe Polizei am Hals. Ups. Ja, die schüttel ich noch ab. Schüttel ich noch ab. Kriegen wir schon noch. Ich glaube, die fährt in die falsche Richtung. Vorne dreht es sich um. Wenn ich halt hier mal kurz hinfahre. Oh, no, fuck. Nicht so ein bisschen ducke. Dann ist Ruhe. Okay. Naja. Da vorne ist der Erloch gleich schon. Ups. Zerschrabbel hier alles. Ja, ich fahre nicht mehr so vorsichtig von daher. Ist der Geier drauf. So, und hier sind wir dann jetzt angekommen, ne, wahrscheinlich. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns jetzt im
nächsten Part. Und in diesem Sinne, lasst krachen, bis demnächst und tschüss.